mein Gedächtnis ist ein absolutes Sieb. Also jetzt nicht für Faktenwissen oder sowas, sondern eigentlich für das Allerwichtigste, nämlich meine Erlebnisse, mein Leben. Kennt ihr das auch? Ich will mich besser an alles aus meinem Leben erinnern. Und tatsächlich sagt die Forschung, das scheint wohl möglich zu sein. Zumindest ein bisschen. Let's explore. Meine Recherche führt mich zu zwei Extremen. Ich lerne Max kennen, der sein komplettes Gedächtnis verloren hat. Der alte Max war ja ein Sportler durch und durch. Da ist Marathon gelaufen und nicht gerade langsam. Man sieht es zwar auf den Bildern, aber das bin halt leider nicht ich. Und ich treffe Forscher, die der Ursache des Vergessens auf der Spur sind und dabei Menschen mit einer ganz seltenen Begabung im Fokus haben. Diese Personen können einfach nichts vergessen. Max hat was erlebt, das kann man eigentlich kaum glauben. Mit 17 Jahren hat er all seine Erinnerungen verloren. Durch einen zunächst scheinbar harmlosen Unfall auf dieser Treppe. Ich bin ungefähr denselben Weg wahrscheinlich gekommen wie wir jetzt und hier im Oktober dann gestolpert, ausgerutscht, keiner weiß es, weil es keiner gesehen hat. Und bin mit dem Kopf auf der obersten Kante dieser drei Stufen gelandet und lag dann dort ein bisschen komisch da und Viertelstunde, halbe Stunde, man weiß es nicht genau. Krass. Und ein Freund kam vorbei, der ist dann direkt gegenüber ins Jugendraum gegangen, wo wir waren. Und haben dann meine Schwester und meinen besten Freund damals rausgeholt. Und die haben mir aufgeholfen. Und schon zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was passiert ist. Mhm. Klar, da dachten sie alles, ist der Schock oder was auch immer. Haben mich dann auf die Couch gelegt. Aber auch da kam ich nicht wirklich zu Bewusstsein. Ich war zwar wach, aber wusste nicht, was los ist, wo ich bin, wer die anderen um mich herum sind. Und dann kam ich ins Krankenhaus. Auch da nicht bei mir gewesen. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnen konnte, Max Erinnerungen kommen nicht mehr zurück. Bis heute nicht. 15 Jahre später. Hast du so einen Moment gehabt, wo du bewusst gemerkt hast, boah, ich erinnere mich gerade gar nicht, wer ich bin? Ja, das war mir dann sehr schnell bewusst im Krankenhaus. Ich bin aufgewacht, war alleine im Zimmer, hab dann mit Verwunderung festgestellt, dass ich ausgewachsen bin. Ich dachte wirklich, ich bin ein Baby, Neugeborenes. Und dann kurz darauf kam auch schon eine Frau und ein Mann rein, die habe ich nicht erkannt, nachdem ich dann gefragt habe, wer sie denn sind. Und die Frau gesagt hat, ich bin deine Mutter, wusste ich, das ist, da passt jetzt alles gar nicht zusammen. Da habe ich gemerkt, da ist etwas nicht in Ordnung mit mir oder mit der Situation allgemein. Da war ich dann komplett überfordert und bin dann auch direkt auch wieder eingeschlafen. Ich stelle mir das schon echt heftig vor, mich so gar nicht an meine Familie, Freunde, Kindheit erinnern zu können. Und vor allem ja auch nicht zu wissen, wer ich selbst bisher war und bin. Max wirkt heute aber eigentlich sehr entspannt, wenn er darüber redet. Wie geht's dir so damit, das jetzt anzugucken? Ja, das ist immer ein bisschen befremdlich, weil ich sehe zwar, dass ich das auf den Bildern sein soll, ich kenne mich aber nicht drauf wieder. Und das ist dann so, wenn man sich Bilder von anderen Menschen, die man gar nicht kennt, anschaut und die dann auch gar nicht im Raum sind. Weil wenn du mir jetzt Bilder von dir zeigen würdest, kannst du erzählen, was du drauf erlebt hast und erzählst mir das, was du erzählen möchtest. Mhm. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, sehen wir einfach nur das Bild und ohne Geschichte. Mhm. Und selbst wenn dann die Familie dabei wäre und wir uns die Bilder anschauen, und die dann erzählen würden, was da drauf ist. Die erzählen es dann aus ihrer Sicht, aber nicht aus der Sicht, die ich dann wohl mal erlebt haben soll. Ja. Neben Erinnerungen hat Max aber noch etwas gefehlt. Denn unser Gedächtnis ist quasi die Grundlage für unsere Identität. Alles, was wir so an Lebenserfahrungen ansammeln und abspeichern, prägt unsere Persönlichkeit, unsere Werte, unsere Vorlieben, sogar unser Verhalten. Weil wir eben dieses gesammelte Wissen ja in all unsere Entscheidungen und unser Handeln mit einfließen lassen. Was bedeutet es jetzt aber, wenn mit einem Schlag all diese Erinnerungen einfach ausgelöscht sind? Wer sind wir dann? Bist du dann am Anfang so in dieser ersten Zeit, als du dann irgendwann für dich begriffen hast, okay, mein Gedächtnis kommt offenbar wahrscheinlich nicht zurück oder ich muss jetzt irgendwie leben damit, ne? Ich war am Anfang ein stiller Beobachter. Ich habe nicht viel gesprochen, worüber auch. Habe viel aufgesaugt, viel
viel versucht zu entdecken. Neugierde war auf jeden Fall da, aber auch dann Neues eben herauszufinden, aber auch zu schauen, was war denn eigentlich bisher? Mhm. Könnte mir das gefallen? Weil das war ja eigentlich in Anführungszeichen der einfachste Weg, das vorige Leben einfach weiterzuleben, zu adaptieren und das weiterzumachen. Ach so, aber dann zu merken, dass mir das eben nicht gefällt, dass mir das nicht zusagt, dass ich das einfach nicht bin, dass ich mich unwohl fühle, das Leben eines anderen lebe, das wollte ich dann auch nicht. Und dann eben zu entscheiden, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich versuche meinen eigenen Weg zu finden erst einmal. Max baut sich über Jahre eine neue Identität auf. Die hat mit dem alten Max kaum etwas gemeinsam, ist sogar teilweise das komplette Gegenteil. Aus dem Steuerfachangestellten und Bayern-München-Fan wird ein Genussmensch, der Zigarre raucht und für den BVB schwärmt. Der alte Max war ja ein Sportler durch und durch. Da gibt es ja dann auch noch Fotos. Da ist Marathon gelaufen und nicht gerade langsam, Halbmarathon auch. Der war ja, hat seinen Tagesablauf dem Sport untergeordnet. Der hat sehr strukturiert gelebt. Das bin ich heute nicht. Ja. Es ist voll interessant, wie du immer von der alte Max sprichst, ne? Gar nicht von. Ja, es ist ja ein anderer. Ja. Es ist, das bin halt leider nicht ich. Man sieht das zwar auf den Bildern, aber es bin ja nicht ich. Ja. Max führt mir vor Augen, wie bedeutsam unsere Erinnerungen sind, weil sie uns auch als Mensch formen. Umso mehr habe ich den Wunsch in mir, so viel wie möglich davon zu behalten. An der Uni Basel treffe ich zwei Neurowissenschaftler, die das Vergessen entschlüsseln wollen. Sie beschäftigen sich mit Menschen mit HSAM, steht für Highly Superior Autobiographical Memory. Die Amerikanerin Jill Price war die erste, bei der HSAM 2006 festgestellt wurde. Sie kann sich an jeden beliebigen Tag ihres Lebens im Detail erinnern. The 28th of February, 97. That was a Friday and I was leaving that day to go up to San Francisco, but we sort of got sidetracked by a bank robbery in North Hollywood. Weltweit gibt es nur etwa 60 Fälle wie den von Jill Price. Andreas Papastathiropoulos und sein Kollege Dominic de Cavin forschen nach den Ursachen für diese ungewöhnlichen Gedächtnisleistungen. Ihr beschäftigt euch ja bei eurer Forschung ganz konkret mit dem sozusagen Extremfall des Gedächtnisses, nämlich mit Menschen, die sich wahnsinnig gut an alles erinnern können, also HSAM-Betroffene. Warum macht ihr das und was könnt ihr daraus sozusagen lernen für die Funktion des Gedächtnisses im Allgemeinen? Diese Personen können einfach nichts vergessen, zumindest was ihre Autobiografie angeht. Sie werden uns also zeigen, wie das Vergessen tatsächlich funktioniert. Und das ist für uns wichtig, weil im Umkehrschluss können wir dieses Wissen nutzen, um vielleicht Erkrankungen zu behandeln, wo sehr viel vergessen wird, wie zum Beispiel die Alzheimer'sche Demenz. Du sagst jetzt gerade, sie können nicht vergessen. Das klingt so fast wie eine Bürde. Das bedeutet, dass sie vor allen Dingen, was ihre Autobiografie angeht, das heißt Dinge, die sie selber erlebt haben, dass sie besonders gut in der Lage sind, sie zu behalten, sich daran zu erinnern. Und das geht auch ziemlich blitzschnell. Sie müssen sich gar nicht darum bemühen. Die Information ist im Prinzip ständig präsent und abrufbar. Also Erinnern funktioniert ja vereinfacht gesagt so, dass Nervenzellen sich miteinander verbinden, wenn sie zusammen aktiv sind. Je stärker die Verbindung, desto stärker die Erinnerung. Und der Vergessensprozess funktioniert jetzt genau umgekehrt. Also einmal gebildete neuronale Netze können auch wieder aufgelöst werden. Wie genau das funktioniert, falls euch das interessiert, dann schaut auch gerne mal in unsere erste Folge aus der Gedächtnisreihe rein. In der Mediathek, aber bitte nach dieser Folge hier. Vergessen, das macht unser Gehirn im Normalfall sozusagen automatisch. Werden manche Verbindungen lange nicht genutzt, verblassen sie und somit die Erinnerung. Die beiden Professoren aus Basel, die glauben eben jetzt, bei Menschen mit HSAM funktioniert genau das nicht, also dieses Auflösen von Nervenverbindungen. Und deswegen können sie wohl nichts vergessen. Bei Max war es kein langsames Verblassen der Erinnerungen, sondern ein schlagartiges. Aber auch seine Geschichte hilft mir bei der Spurensuche, wenn man sich anschaut, welche Informationen er durch den Unfall verloren hat und welche nicht. Ich würde gerne mal diesen Moment verstehen, wo du gesagt hast, du wachst auf und fühlst dich wie ein Neugeborener sozusagen. Also das finde ich eine unvorstellbare Vorstellung. Dadurch, dass man nicht weiß, was vorher war, ist das dann so das erste Mal Augen auf das Erste, was du siehst sozusagen. Kann man sich das so vorstellen? Ja.
Also ich bin wach geworden, hatte die Augen noch zu und habe wirklich so in meinen Körper hineingehört. Also wirklich wahrgenommen, wie das Leben eigentlich losgeht. Ich habe gemerkt, wie ich atme, wie das Herz schlägt, wie es einfach, wie man wach wird. Mhm. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und an die Decke geschaut, ja, flach da, weil ich da flach lag. Und dann irgendwann aus dem Fenster geschaut und habe einen richtig tollen Herbsttag gesehen. Ja, es war ein bisschen verregnet, ein paar Tröpfchen sind an die Scheiben, die Blätter haben durch den Wind getrieben. Es war einfach ein Bilderbuch-Herbsttag. Mhm. Also was wusstest du, also konntest du mir zum Beispiel verstehen, das Konzept Herbst und das Konzept, dass es irgendwie mein Körper und eine Mutter ist in so und so einer Beziehung zu einem Kind, also ja. So diese Fakten waren ja. Dir irgendwie klar? Ja, zwar auch dann nicht alle, das hat man dann über die Jahre oder die Monate dann festgestellt, dass manche Dinge einfach nicht da waren, wie groß Deutschland ist, wie viele Einwohner oder so, das war dann nicht da, aber so bestimmte Begrifflichkeiten, die waren da, Familie, Eltern, Schwester, Freunde. Das war schon irgendwie da, auch wenn man das dann neu lernen musste, was eigentlich jetzt Familie bedeutet, was, wie es sich auch anfühlt, was Freunde, was Freundschaft heißt. All diese Begrifflichkeiten waren mir bewusst, musste die aber neu zuordnen können, auch die emotionale Bindung dazu finden. Das war so die schwierigste Aufgabe eigentlich in den ersten Monaten, Jahren, da die Emotion dazu zu lernen. Und wenn man dir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Zahnbürste in die Hand gedrückt hat, wusstest du dann? Wusste ich, wie die funktioniert. Ja. So die motorischen Dinge, Messer, Gabel, Schuhe anziehen, Klamotten anziehen, das funktionierte. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich bei einer sogenannten retrograden Amnesie. Es ist nämlich so, Fakten, wie zum Beispiel, was ist die Hauptstadt von Deutschland, die werden im semantischen Gedächtnis gespeichert. Unsere Fertigkeiten, wie zum Beispiel Zähne putzen oder gehen, aber im prozeduralen. Und autobiografisches, also all unsere Erlebnisse, im episodischen Gedächtnis. Und unterschiedliche Gehirnbereiche sind dabei besonders wichtig. Das Besondere am episodischen Gedächtnis ist, alle Fakten, die bei Erfahrungen eine Rolle spielen, die stehen ja immer in einem bestimmten Kontext, zeitlich und räumlich. Und genau mit diesen Bezügen werden sie auch abgespeichert und können auch wieder so abgerufen werden. Sprich, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an ein bestimmtes Detail aus meinem Leben erinnere, wie mein erster Kuss. Dann fallen mir ganz automatisch die Bezüge ein, also der Kontext. Wie zum Beispiel, wie alt war ich da, wann war das, wo da war das, wie hat's da gerochen und wie habe ich mich dabei eigentlich gefühlt? Also ich habe einen Cue und der löst automatisch quasi so eine Assoziationskaskade aus. Und das funktioniert deshalb so gut, weil Gedächtnisinhalte in unserem Gehirn als neuronale Netze abgespeichert werden. Sprich, ich erlebe was und bestimmte Nervenzellen werden dabei aktiv. Und die verbinden sich dann miteinander. Und zukünftig werden sie dann immer zusammen aktiv. Wie so eine Gedächtnisspur ist das quasi dann so als Engramm ins Gehirn eingespeichert. Neben vielen anderen Faktoren spielt dabei ein kleiner Bereich in unserem Gehirn eine wichtige Rolle, die Amygdala. Die Amygdala, die funktioniert wie ein Verstärker. Die ist nämlich immer dann aktiv, wenn ein Erlebnis besonders emotional ist, wie eben zum Beispiel der erste Kuss. Und dann sorgt sie über Hormone dafür, dass die Nervenzellen sich quasi fester miteinander verbinden. Und dadurch ist die Erinnerung eben auch nachhaltiger abgelegt. Eine Hypothese ist, dass bei Menschen wie Jill Price dieses emotionale Aufladen der Erinnerung besonders gut funktionieren könnte. Wieso, weiß man nicht. Aber Jill Price denkt beim Erinnern tatsächlich meist zunächst an ganz persönliche, emotionale Momente, sagt sie. So, und das scheint bei ihr jetzt aber so ein Cue zu sein, der dann anders als bei den meisten anderen eine sehr viel detailliertere Assoziationskaskade praktisch mit wachruft. Da ist dann so Faktenwissen dabei, wie ob es an dem Tag geregnet hat oder nicht oder was in den News gerade los war. Das heißt, der Unterschied zu uns scheint zu sein, dass hier eben viel mehr Wissen quasi mit einem Cue verbunden ist. Also, dass diese Gedächtnisspur aus dem autobiografischen Inhalt sich stärker vernetzt mit Fakten aus dem semantischen Gedächtnis und mit Dingen aus dem Kontext. Die Forscher aus Basel wollen wissen, ob HSAM angeboren ist. Anhand der DNA von 20 HSAM-ProbandInnen suchen sie nach dem Gen, das fürs Vergessen verantwortlich sein könnte. Und tatsächlich finden sie bei einem Probanden ein vielversprechendes. Sie injizieren es diesen Fadenwürmern, lateinisch C. elegans, für weitere Untersuchungen. Ja? Juhu! Perfekt, Naturtalent.
Die Würmer, die können lernen und sie können vergessen. Und man kann sich auch sehr schön genetisch modifizieren. Ergo, wir nehmen das Gen, wo wir denken, ja, das ist doch der molekulare Schalter. Wir tun es rein in den Wurm oder raus. Wir können es rausschneiden, reinschneiden und schauen, wie sich C. elegans verhält. Wie gut ist das Lernverhalten und wie gut können sie auch vergessen oder wie schlecht können sie vergessen. Das kann man alles wunderbar tun. Und tatsächlich, die Fadenwürmer, die das spezielle HSAM-Gen in sich tragen, erinnern sich besser. Sie vergessen eine gute Futterquelle weniger als normale Würmer. Womöglich haben die Professoren also wirklich ein Gen gefunden, das eine wichtige Rolle beim Vergessen spielt. Aber nur bei einem Probanden ließ sich diese Genveränderung bisher finden. Um das einordnen zu können, du sagst jetzt molekularer Schalter. Also glaubt ihr, dass es wirklich ein Gen sein könnte, was sozusagen den Unterschied macht? Mhm. Was Vergessen ja oder nein anbetrifft sozusagen? Das wissen wir nicht. Ich glaube, es gibt viele Schalter. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber wir können natürlich jetzt für dieses Gen sprechen. Das ist wäre ein Schalter. Ja. Vermutlich gibt es ganz verschiedene Schalter. Und was heißt, und es geht auch nicht nur um Gene. Es ist auch nicht so, dass jeder HSAM-Proband oder jede HSAM-Person die Fähigkeit hat, aufgrund eines genetischen Faktors. Es kann sein, dass bei manchen das nichts zu tun hat mit Genetik an sich. Bei manchen schon, weil HSAM ist auch heterogen in sich. Nicht jeder hat das gleiche HSAM und die gleiche Ursache. Und die erste Probandin, Jill Price, die quasi entdeckt wurde mit diesem Syndrom, berichtet, dass sie sich ihrer Fähigkeit bewusst wurde, etwa in der Adoleszenz. Da musste sie umziehen von der Ost- in die Westküste und das hat sie irgendwie traumatisiert. Und sie hat gesagt, jetzt will ich wirklich alles festhalten. Ich darf nichts vergessen. Also im Prinzip, es gibt so ein Ereignis, zumindest bei ihr, das quasi den Startschuss gegeben hat. Bei Menschen mit HSAM kommen viele Faktoren zusammen. Den Gar-nichts-vergessen-Status werden wir alle nicht erreichen können. Aber kann mir das vielleicht im Kleinen helfen? Wie sind denn die Erkenntnisse darüber, ob eben so dieses bewusst sich selber sagen, okay, diesen Moment oder diese Erlebnisse möchte ich jetzt erinnern, wie gut das eigentlich funktioniert, um sein autobiografisches Gedächtnisprojekt ein bisschen zu tunen? Also wenn es ein Moment ist, der sehr emotional ist, da muss man gar nichts tun. Also man kann zurückschauen in die Vergangenheit, das kann 10, 20 Jahre her sein, ein sehr emotionaler Moment ist immer noch sehr lebendig in unserem Gedächtnis. Wenn es so mittelmäßig ist, aber trotzdem aus einem Grund möchten wir den gut behalten, dann kann man natürlich das emotional aufpushen und so eigentlich dann den gleichen Effekt erzielen. In der Tat, man kann sich bewusst vornehmen, Sachen sich zu merken, aber auch Sachen zu vergessen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. So einfach könnte es sein? Kann ich mein Gehirn echt überlisten und quasi aktiv steuern, was ich erinnere und was ich vergesse? Tatsächlich sagt die Forschung, ja. Mit meinem Team bereite ich ein kleines Experiment zum aktiven Vergessen vor, das mir die Psychologin Dr. Magdalena Abel empfohlen hat. Kann es denn helfen, dass man versucht, etwas aktiv zu vergessen? Absolut. Also da gibt es seit den 70er Jahren psychologische Forschung dazu. Und die hat recht überzeugend schon zeigen können, dass Menschen das schaffen können. Ich finde es schon krass. Das muss man nicht wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also seinem Gehirn praktisch so ein bisschen die Anweisung zu geben, vergiss das von eben, merkt jetzt bitte nur das Folgende, kann laut Studien verbessern, dass ich mir das Neue wirklich merken kann. Absolut. Ein wichtiger Punkt dabei ist vielleicht noch, dass man wirklich motiviert sein muss zu vergessen. Also wenn man sich zum Beispiel denkt, mein Gedächtnis ist eh furchtbar schlecht, das habe ich eh schon fast wieder vergessen, dann zeigt man dieses willentliche Vergessen im Normalfall nicht, sondern man muss wirklich aktiv versuchen, wieder loszuwerden. Und wenn man diese Motivation hat, dann klappt es im Normalfall auch. Ihr fragt euch vielleicht, wieso geht's jetzt ums Vergessen, wenn wir uns doch besser erinnern wollen? Aber tatsächlich geht's genau darum. Wir wollen zeigen, dass wir mit einem Cue, einem Vergessensbefehl, aktiv beeinflussen können, was wir uns merken. Für unser Experiment teile ich die Probandinnen willkürlich in zwei Gruppen ein.
Merkstiergruppe nenne ich die erste Gruppe. Und die soll eine Liste mit 12 zufälligen Begriffen auswendig lernen. Nach einer Minute Lernzeit bekommt sie noch eine weitere Liste. Auch die soll sie sich einprägen. Okay, dann wollen wir euch jetzt mal testen, was ihr noch wisst von den beiden Listen. Die Merkstiergruppe soll jetzt auf einen Zettel schreiben, an welche Begriffe von beiden Listen sie sich noch erinnern kann. Okay, das war's. Dann ist die Gruppe 2 dran. Die nenne ich die Vergiss-es-Gruppe. So, das ist jetzt Gruppe 2, unsere Vergiss-es-Gruppe. Auch die lernen jetzt erstmal die erste Liste auswendig. Dann kommt aber der entscheidende Moment. Dann müssen mein Team und ich bluffen und so tun, als wäre es die falsche Liste gewesen. Die sollen die einfach wieder vergessen. Dann die Liste 2 auswendig lernen. Guck, ob es klappt. Umdrehen und los. Auch Gruppe 2 bekommt eine Minute Zeit, um Liste 1 zu lernen. Aber dann unterbricht mich mein Team und tut so, als hätten wir einen Fehler gemacht. Sorry Leute, es war die falsche Liste. Es tut mir so leid. Scheiße, vergesst es einfach komplett, okay? Vergesst einfach komplett, was auf der Liste stand. Warte mal, das damit, nee, das ist wieder für mich. Jetzt nicht vertauschen, jetzt bloß nicht vertauschen. Das ist jetzt die Liste, die ihr euch merken müsst. Gut, also Konzentration und los geht's. Der Bluff hat funktioniert. Keiner ahnt etwas. Ich habe den Cue laut und deutlich formuliert. Meinen Vergessensbefehl. So, stopp. Nach einer kurzen Pause frage ich dann aber beide Listen ab. So, die Pause ist vorbei. Und weil ihr jetzt ja eh schon die Liste 1 euch auch eingeprägt habt, macht doch nebendran eine Spalte mit Liste 1 und schreibt auch da noch alles auf, was euch noch einfällt, bitte. Ja? Kramt aus dem Gedächtnis, was ihr habt. Beide Gruppen hatten gleich viel Zeit, die Listen zu lernen. Einziger Unterschied: Wir haben Gruppe 2 den Cue gesetzt, Liste 1 zu vergessen. Reicht allein das aus, um das Gedächtnis zu beeinflussen? Wir werten die Daten aus und die Ergebnisse sind deutlich. Die Erinner-Dich-Gruppe hat sich von beiden Listen etwa gleich viel gemerkt. 6,8 Begriffe im Schnitt. Fast genauso viele. Im Schnitt 6,8. Ganz gutes Ergebnis. Beide Listen ungefähr gleich gut gemerkt. Okay, und jetzt im Vergleich das Ergebnis von Gruppe 2. Das war ja die Gruppe, der ich gesagt habe, vergesst einfach alles, was auf Liste 1 stand. Und tatsächlich kam bei raus, dass sie sich statt 6,7 im Schnitt nur 3 von 12 Begriffen gemerkt haben. Also deutlich weniger als die erste Gruppe. Und das passt eigentlich genau zu dem, was wir erwartet haben. Das sieht fast so aus, als hätten sie wirklich aktiv vergessen, was auf Liste 1 steht. Aber nicht nur das, sondern bei der zweiten Liste haben sie sich statt 6,8 im Schnitt 8,5 Begriffe gemerkt von 12. Also deutlich mehr. Sieht fast so aus, als hätten sie tatsächlich sich Liste 2 besser merken können, weil sie aktiv vergessen haben, was auf Liste falsch rum 1 steht. So könnt ihr es auch sehen. Es scheint also zu funktionieren. Und das wohl nicht nur für Faktenwissen. Zwei Studien gibt es, die haben sich genau dieses Vergessen angeguckt mit autobiografischen Erinnerungen. In der einen Studie haben sie eine Tagebuchmethodik verwendet. Also das war im Prinzip die Umsetzung dieser Vergessensinstruktion für autobiografische Erinnerungen. Und auch hier hat man diese typischen Vergessenseffekte für die erste Woche gesehen. Das heißt also, Versuchspersonen, die gedacht haben, sie brauchen die Erinnerungen an die Ereignisse aus der ersten Woche nicht mehr, haben das auch bis zu einem gewissen Grad wieder geschafft, die aus ihrem Gedächtnis zu verdrängen oder eben rauszukicken, zumindest so ein bisschen. Und die anderen Versuchspersonen hatten die weiterhin sehr gut präsent. Das heißt also, diesen Vergessenseffekt, den kann man auf jeden Fall auf autobiografisches Erinnern übertragen. Neurobiologisch gesehen macht das Sinn, denn Vergessen und Erinnern sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille.
Wenn wir uns versuchen vorzustellen, wie dieses Triggersetzen funktionieren könnte, dann kann man sich das etwa so vorstellen. Ich erlebe also jetzt gerade was und sage mir ganz bewusst, das will ich jetzt erinnern, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Und damit umgehe ich praktisch die Filterfunktion meines Gehirns, indem ich eben deutlich mache, das ist jetzt für mich ein relevantes Erlebnis. Ich gebe dem Ganzen vielleicht auch so eine gewisse emotionale Färbung und Dinge, die emotional sind, werden ja auch stärker verankert. Damit habe ich also dieses Erlebnis hoffentlich stärker eingebrannt. Und dann habe ich damit wie so ein Cue gesetzt, der dann wiederum eine Assoziationskette auslösen kann, wenn ich mich an diesen Punkt erinnere. Eben an Dinge aus dem Kontext, an alles, was damit irgendwie in Beziehung steht, aus diesem besonderen Erlebnis. Genau das lebt und zeigt Max. Weil ihm 17 Jahre seines Lebens fehlen, will er sich besonders viele Erinnerungen schaffen und sucht sich immer wieder Momente mit Freunden und Familie, in denen er kurz innehält. Würdest du sagen, dass du dein Leben heute irgendwie anders lebst, gerade in Bezug auch auf Erinnerungen einsammeln sozusagen? Ja, ich lebe definitiv bewusster. Ich versuche, mir auch diese Erinnerungen, diese Momente, die ich habe, sehr, sehr bewusst zu werden, auch gerade auch die Kleinigkeiten, auch jetzt so einen Moment da zu sitzen, zu spüren, wo ich bin, wo man sitzt, wie man sitzt, was man so hört, all das bewusst werden zu lassen und aufzusaugen, zu speichern, was mir hilft, all das zu verstärken, diese Erinnerungen zu schaffen. Wie genau wir es schaffen können, uns an mehr zu erinnern, weiß die Forschung zwar noch nicht. Aber es ist doch schon mal toll zu wissen, dass man mit bewusstem Wahrnehmen sein autobiografisches Gedächtnis tatsächlich verbessern kann. All das hilft natürlich nicht unbegrenzt. Aber die Forschung glaubt eben schon, im Kleinen kann das was bringen. Und ich denke mir, jede einzelne schöne Erinnerung mehr ist doch den Versuch wert, oder? Also ich werde es auf jeden Fall zukünftig versuchen. Ich werde mir ganz bewusste Trigger setzen. Zum Beispiel jetzt in diesem Moment. Den werde ich nicht mehr vergessen. Und ihr? Wenn ihr noch mehr zum Thema Gedächtnis erfahren wollt, dann schaut doch mal hier in unsere ersten drei Folgen dazu rein. Einmal in der ZDF-Mediathek. Und da gibt es noch weitere Folgen von uns auf YouTube. Und eins bitte nicht vergessen, ihr wisst schon, abonnieren und Glocke drücken.